Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim with Mods. Und ja, wir hatten hier letztes Mal mit ein paar dicken Orks Kontakt gehabt und sind bei der Ruine im Zuluft, die hier der Text irgendwie nicht dargestellt werden kann, aber da sind wir. Und ja, wir schauen uns die jetzt mal an. Tvemer-Ruinen sind ja immer relativ gefährlich, also müssen wir auch ein wenig achtsam hier vorgehen. Es gibt nämlich ein Wesen durch die Mods, und ich glaube, das ist nicht mal so gewollt, das extremst ist. Verschwunden. Findet Paratus in Ukola. Okay, der Wissenschaftler der Synode hat es nicht geschafft. Gafrobrinus. Der Schlüssel zum Zuluft. Im Zulft. Nee, gar nicht Zuluft, sagen wir Zulft. Im Zulft. Forschungsprotokoll, das sollen wir uns durchlesen mal. Stimmt, meiner ist ja gerne mal eine Leiche. Ist nicht persönlich gemeint, Kollege. So. Wie Forschung. Aufseher Gavros, der Rat hat von dem Mangel an Fortschritten bei den Bemühungen eurer Gruppe vernommen. Es erregte sein besonderes Missfallen zu erfahren, dass eure Spezifikationen für den Fokuskristall vollkommen falsch waren. Das gesamte Binterkonklave hat unermüdlich gearbeitet und der Rat ist sich sicher, dass dieser neue Kristall euren Bedürfnissen entsprechen wird. Hiermit werdet ihr beauftragt, den Kristall an die Stätte zu bringen, eure Arbeit zu vollenden und dem Rat unverzüglich vollständig Bericht zu erstatten. Der Rat verlässt sich darauf, dass ihr den Kristall persönlich zum Okular bringen werdet und dass es keine weiteren Komplikationen geben wird. Erster Assistent Oronrell, glaube ich. Okay. Was wollte ich von uns sagen? Ja, es gibt nämlich durch den Mod ein Tier, was, ja, ich sage mal, verbuggt ist. Und das ist echt extremst tödlich. Wenn wir auf das treffen. Cool. Wenn wir auf das treffen, habe ich Angst. Und Tvemer-Ruinen darf man auch nie vergessen. Sehr gerne sehr viele Fallen. Deswegen verzeiht mir, wenn ich momentan nicht das Licht anmache. Ich will einfach nicht so schnell gesehen werden. Das da hinten sieht Exitus aus. Ist das eine Druckplatte? Meine Frage ist beantwortet. Der hat auch was gefunden hier. Wissenschaftler der Synode einer, okay. Eine. Okay. Was das ist, weiß ich nicht. Anscheinend nur eine Lichtquelle. In langer Zeit keine Gegner kommt da. Das ist ein normaler. Vielleicht können wir uns sogar anschleichen. Mal gucken, wie er sich bewegt. Wow! Tvemer, Spectre, Tinker. Tinker ist ein Färber, ne? Tja, ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat. Septogado oder so ähnlich. Zwergenwurzen, Seelenstein, Metallplatte, Seelenstein, Dolch, nice. Entschuldigung. Konvektor als Struhe, okay.
Nee, ist keine Falle. Das sah nur so aus. Das ist wieder so ein Spinnwesen. Und das ist ein ganz schön starkes. Es hält echt was aus. Ach, oder als Thema ist es vielleicht resistent gegenüber Magie. In gewissem Bereich zumindest. Mal sehen, ob das klappt. Ein Versuch ist es wert. Nee, ist es nicht. Das hier, Entschuldigung. Jetzt hör auf, so rumzuzappeln. Okay, also mit Magie brauche ich den hier nicht so sehr kommen. Wäre es besser, glaube ich, wenn ich mit dem Bogen agiere. Okay, bleiben wir erstmal in den Raum. Falls es überhaupt was gibt, was ist das? So eine Falle. Fallenauslöser. Entschärfen. Adept. Sollte nicht so das Problem sein. Okay. Machen wir einen kurzen Looky-Looky auf die Karte. Okay, wir kennen es hier nicht gut genug aus, um zu wissen, welche Richtung es ist. Das ergibt auch Sinn. Wieder eine Spinne. Was, ihr seid schnell. Au, ich habe nicht getroffen. Ja, der Schwierigkeitsgrad zieht halt mit der Zeit an. Okay, man ist anscheinend hauptsächlich wegen den Erz und der Kiste da drüben hier reingekommen. Aber Mondstein, das ist schon ganz nett. Bringt einiges. So, gucken wir, was hier drin ist. Gold, Seelenstein, Diamant. Das nehme ich nicht mit. Das schon. Gewicht 5 zu 60, einverstanden. So, damit es ein bisschen schneller geht. Sehr dunkel auch alles. Da ist wieder so ein Geist. Alles klar. Boah. Ich will es sehen, Herr Kollege. Bis jetzt ist alles ja noch recht harmlos. Boah. Nicht schlecht, aber auch sehr schwer.
Okay, sieht jetzt erstmal friedlich aus. Aber natürlich niemals die Deckung runterlassen. Man weiß nie, wann was kommt. Okay, versuchen wir es mal ein bisschen mit Bergarbeit. Sehen, ob wir gehört werden. Da kommt sie, deine Waffe. Was auch immer du bist. Ach, Heuschrecke? Ja, ah, ein Chaoruswesen, okay. So, jetzt mache ich mal ein bisschen Licht. Das ist mir echt zu dunkel. Gegner hin oder her, ein bisschen was sehen müssen wir. Ach, wer wollte in den Korb haben? Ja gut, jetzt haben wir ihn. Ja, bis hierhin ist die Synode auch gekommen. Ja, nach unten oder oben? Ich wäre ja erstmal für oben. Erstmal ein bisschen gucken, aber hier scheint nichts so Gespanntes zu sein. Ach, hier ist nochmal eine Erzvene, okay. Interessant, haben sie wirklich gut gemacht. Sieht wirklich gut aus. Ein Elementar, mal wieder. Allerdings denke ich, sind wir stark genug, um uns mit denen mittels Magie anlegen zu können. Noch ein Synodler? Rolle des Lebens. Mhm. Trankmischerbeutel, immer gut. Kürzen wir ein bisschen ab. Das werden wir ohne Schaden nur hinkriegen. Ah, das eine über diese Stolperfalle, okay. Wer? Wo? Was? Starkes Gift, starkes Gift. So, dum 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 dum, Kerzenschein, mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Hier ist nichts. Fabricate Object. The caster creates a bridge, bed or crafting station. I feel like a choice. The vehicle piece of it. Okay.
Stimmt, kann man eigentlich auch so gleich lernen, ne? Hätte ich gleich nochmal beim ersten noch testen sollen. So, Spelltom fängt mit S an, ne? Sind wir uns einig? Okay. Vielleicht ein kleiner Tipp: Lernt alle Zauber, die ihr findet. Auch wenn ihr denkt, das braucht ihr nicht. Vielleicht braucht ihr sie doch irgendwann mal. Schaden kann es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, ich dürfte auch gleich voll sein. Also, wo ich komplett leer hergekommen bin. Ja, bei den Twemern, manche Sachen kann man nicht einschmelzen, aber die kann man jetzt verkaufen. Wie die Schalen zum Beispiel, soweit ich weiß, kann man die nicht einschmelzen. Aber halt. Ah, so einer. Da lohnt sich jetzt auch kaum extrem strategisch zu sein. Gucken wir mal, ob der sich leben lässt. Das habe ich jetzt auch nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier ist dann das Beste draufkloppen, eventuell blocken, eventuell heilen. Die kommen aus diesen Dingern manchmal raus. Oh, verdammt, erinnert euch, ich habe doch vor uns gesagt, es gibt so Wesen, die sind unglaublich schlecht programmiert. Von dem Mod, da ist eins. Speichern. Vielleicht ist das Letzte, was ich tue. Das Problem ist, wenn das Vieh mich jetzt killt und der Bug nicht behoben ist, haut's mich sonst wohin. Und die Chance, dass es mich killt, ist leider extremst hoch. Juhu, ich hab's erwischt. Schade, dass man auch den Namen nicht sehen kann, aber das Vieh, das ist extrem. So. Ein Update-Schloss hält uns nicht auf. Metallbarren. Gleich sind wir voll. Das hier sind nebenbei Truhen. Ich muss gestehen, beim ersten Spieldurchgang habe ich das noch nicht gewusst. Hab die oftmals übersehen, bis ich per Zufall mal einen angeklickt hatte. Aber dafür gibt es ja einen zweiten Spieldurchgang. Okay, schalten wir wieder kurz auf Kerzenschein um. Bling. So. Da steht wieder einer.
Vielleicht können wir den an Deutsch mal gucken. Mit meiner Fähigkeit müsste ich ihn irgendwie. Achso, ist das gilt, glaube ich, noch für Lebende, ne? Dürfte er wahrscheinlich nicht zuzählen. Ach, was soll's, kommt. Hat? Ich treffe nicht. Gut. Oh, Mist, so einer wieder. Okay, hauen erstmal ein Geistlos zu. Scheint gut zu klappen aktuell. Geht doch. Also vor meiner guten Rüstung waren die fast unmachbar. Gut, das ist der Zeitpunkt, ich gehe verkaufen und wir machen gleich weiter. Da sind wir an derselben Stelle und nehmen auch noch die Axt gleich mit. Und erkunden dann mal eine Runde weiter. Irgendwas sieht mich. Oh. Ja, dass der mich gesehen hat, kann ich nachvollziehen. Wir schnappen uns gleich mal einen Bogen. Ja, nun bleib mal da. Oh, cool. Gut, das hatte ich jetzt nicht erwartet, muss ich gestehen. Bolzen, Amethyst, Mischmetall, sehr schön. Gehen wir doch zum Thema Kerzenschein. Okay. Bei der Gelegenheit müssen wir einfach. Bis dann ist er tot. So, noch irgendwas? Nee, gut. Ah, die ist nur Deko. Da ist eine Tür. Da geht's tiefer. Ich würde vorschlagen, wir nehmen erstmal die Tür. Es sei denn natürlich, da steht, dass es in anderen Bereich geht, dann nicht. Oh, ist eigentlich hier so neblig, dampfig? Da ist noch einer. Zack. Irgendwie hat das nicht gefallen. Oh nein. Das ist Wahnsinn. Die Geschwindigkeit, ne? Ja, ja, ja. Hm. Eigentlich wäre es mal interessant zu wissen. Berührung des Todes, klappt das? Sieht gut aus, ne? Hauptberührung des Todes widerstanden. Ja, gut. Aber sie sind ja gleich hin. Schon passiv. Na, Kollege, wo sind wir? Sie gehen? Steckt das schon in der Säule?
Keine Ahnung. Also schnell seine Meinung geändert. Komm, dreh dich mal weg. Ich könnte dich jetzt auch mit dem Bogen holen, aber ich wollte eigentlich, wenn ich schon gerade Deutsch habe. Gut, okay, bitte, nimm mir den Bogen. Freies Recht auf Wahl des Todes, der Todesart. Wo gibt's denn sowas? Okay, war anscheinend eine der Maschinen. Wie gesagt, aus den Dingern kugeln die dann immer ab und mal raus. Kann man eigentlich alles gebrauchen. So, ich glaube, dieses schnelle Vieh, das Auge, wird da hinten noch irgendwo rumgeistern, scheint mir. Oh, ein Kreisel, cool. So. Aber sehen tue ich jetzt nichts. Ich habe die Druckplatte gesehen, ich wusste nicht, dass sie das macht. Okay, mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Da ist es. Okay. Kämpft das gegen irgendwas? Ich muss noch einen Moment warten, damit mein Bogen sich auffüllt. Sehr schön. Du Monster. Dass das einen schwarzen Seelenstein zu betreiben braucht, kann ich nachvollziehen. Aber das, was ich meinte, war, dass sie so schnell sind. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass es wirklich so gedacht worden. Wenn doch, Chapeau. Für denjenigen, der meinte, das wäre so, lebt das? Was ist das? Ist es tot, lebendig? Okay, das ist so ein Vieh, aber anscheinend nur ein toter Rest oder sowas, keine Ahnung. Ah, ein Falmer. Dass die Falmer gegen die Fischer keine Chance hatten, ist kein Wunder. Das sieht auffällig aus. Aber ist nichts, okay. Oh, das Schild habe ich gedacht, war besser. Okay, habe ich sonst, glaube ich, dann umsonst aufgenommen. Okay, ehe wir jetzt dann hier reingehen, würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Von der Zeit her müsste es ungefähr passen. Und wie immer sage ich, ich hoffe, es war für euch interessant. Hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, dann würde ich sagen, Like nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss.